Ah, sieht ihr diesen Daumen? Den werde ich dem Pflanzenzombie-Mutanten, was auch immer, hinten jetzt richtig rein. Ach ja, Leute, willkommen zu Resident Evil 2. Eike, bist du auch wieder da? Hallo, Eike. Ja. Ein bisschen spät geworden wieder, Eike, nicht wahr? Ja. Leider, Leider. leider, Wie leider. leider? Ja, leider, was haben wir denn gemacht? Wir haben in Teamspeak gesessen und uns angeschwiegen. Aber wir wissen ja, Teamspeak ist eine. Was war es nochmal? Eine Ansammlung. Teamspeak, eine äußerst langweilige Ansammlung von Hitzeträgern, die schweigend Chips essen und auf Wut und Brand ins Mikrofon schreien. Genau. Man kann ich seine. Den schon ist der Schweiger, ich bin der Chipsesser und Red. Applaus. Ist derjenige, der mal Wut und Brand ins Mikrofon schreit. Muss man sich jetzt einen vorstellen, den Applaus. Ach, weißt was? Ich mach das schneller hier. Kuckuck! Guck mal, wie der weggeflogen ist. Obwohl, das ist eigentlich schon. Na gut, das habe ich schon vor 2 Folgen gesagt. Mit den Superwaffen, den beiden, der Minigun und den Raketenwerfer ist die einzige Herausforderung eigentlich nur nicht die Kämpfe, sondern eher die Nicht einzuschlafen beim W drücken. Und die Rätsel. Wieso W drücken? Ich bin doch nicht mit der Tastatur, bist du blöd? Ich mache das hier mit einem Xbox 360-Controller. Natürlich. Schleichwerbung. Hashtag Werbung, ne? Ich bin ja schließlich ein Influencer, weil ich bin ja auf YouTube, ne? So, okay. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, wir müssen hier das eingeben, Eike, ne? 1, 2, 3. Oh, wie ein Telefon. Wie bei so einem Telefon-Touchpad, ne? Dings. Wie heißt das? Tastenfeld, ne? 1, 2, 3, 6, 9, Wie 0. nennt man das Feld? Tastenfeld? Und wie Telefonnummer? nennt man das beim Drehtelefon? Wählscheibe? Falsch. Wieso? Warte mal. So, wir benutzen jetzt die Magie Hey, des. Red ist doch online. Toll. So, wir benutzen jetzt die Magie des, genau, des Steamens. Das ist kein Schummeln in dem Fall. Das ist wie wenn man damals bei Original Resident Evil mit seiner Polaroid-Kamera F2, okay, mit seiner Polaroid-Kamera den Bildschirm fotografiert hat. So. 2. Was war das andere? Aha, okay. Bop. Und nochmal 11. So, jetzt ist wieder Aufgang. Durchgang. Aufgang. Durchgang da geöffnet. So, und da oben. Ja, Eike, schüttel dich mal. Ja. Lass mal ein bisschen Frischluft rein. Genau. Mach den Reißverschluss auf. So, wo wollen wir denn hin? Okay, also wollen wir nicht nochmal das Labor. Warte mal, war die Kombination für die Tür, war die ja schon mit dran? Ich weiß, Eike, ich hätte es mir auch vorher aufschreiben Können wir das können. nicht einfach mit Nutmod spielen? Mit was? Ja, dann, ja, genau. Dann kann ich meinen Kanal komplett, kann ich meinen Kanal auch gleich löschen, wenn dann der jeweilige YouTube-Mitarbeiter-Typ meint, nee, das ist nicht, das ist keine Kunst, wenn du verstehst. Naja. Wir haben ja so ein Video da gesehen, Eike, nicht wahr? Ne? Wie war es nochmal? Die nackte Jill gegen, Mr. X. Nein, nicht Mr. X, wie hieß er denn? Thomas die Lokomotive. Tschu, tschu, tschu. Ja, die war sehr detailliert, nicht wahr? Und das war ab 18 gestellt. Wo ich mir so dachte, hä? Ich dachte immer, YouTube ist war so anti, wenn es um Sex und Nacktheit und Porn geht. Außer es ist irgendwas. Educational, du weißt schon. Oder Kunstfilm. Oder Musikvideo. Das wird dann auch über 18 gestellt. Und dann kriegt man da keine Werbung mehr drauf. Ah, Karte des Ostbereichs. Schießpulver. Ja, es ist auch ganz lustig, dass hier auch mal schön angezeigt wird, Sachen, die man liegen gelassen hat. Das hat man in Original leider nicht gehabt, aber brauchen wir die großen Sachen? Nee. Eigentlich ist Munition total unnötig geworden. Genau. Das ist eigentlich nur Platzverschwendung. Weißt du eigentlich, was ich mir lustig vorstelle? Ne? Wenn wir hier gerade mitten in das Labor reingehen von Umbrella, die ich nicht verstehe, zumindest ihr Geschäftsmodell nicht. Wenn wir jetzt gerade reingehen ins Labor und dann kommt dann hier so ein Mitarbeiter rein, der, also so ein, ja, kommt dann halt so ein verspäteter Laborassistent hier rein, der irgendwie so, oh, ich komme zu spät, oh, hab ich, hat das keiner gemerkt. Ne? Ja. Mein Gott, ey, mein Chef wird mich fressen. Na, okay. Ah, oh, was haben wir denn da? Mr. Ritchie wird mir den Kopf abbeißen. Ah ja, die war sehr progressiv, die Serie, nicht wahr? Die war zu progressiv. Deswegen war sie auch umstritten, glaube ich. War sie das? Well, jetzt sehe ich jetzt Quatsch. So, L5 oder hauen wir wieder mit dem fetten Ding rein? Weil ich weiß schon, diese Leichen sind unleich. Untot. Du weißt schon. Und sie haben die Pflanzen auch umgestoßen, die Schweine. Und die Bände versaut. Ah. Nein. Doch. Oh.
verkauft als, oh, ein Cold Drink, was Frau mal in den Originalversionen von Resident Evil 2 für PlayStation auch mal Cola gewesen ist. Ah. Oh, guck mal, ich kann eine echte Auszeichnung. Oh, Quatsch, das ist bloß ein Grammy. Steht da? Was steht da? Na, kann man es lesen? Oh, geil. Super geil, super, super toll, diese Grafik. Invention Award Genetics Umbrella Edition. Guak. Gibt's das wirklich? Mhm. Und das ist dann... Ah, hey, cool. Man muss es hier nicht extra rumdrehen. Okay, das ist dann der Eingang für das andere Labor. Was haben wir denn hier? Tja. Und da haben wir ein Kraut. Ein Kraut, ne? Es gibt übrigens ein Easter Egg, Eike, das es nur in der One-Shot... Wie hieß sie nochmal? Nicht One-Shot. One-Hour-Demo gibt. Was bezieht auf die Kräuter. Ah, soll ich jetzt hier hingehen? Ja, es gibt ja diese Pinnwände, wo die, weil so Zettel hängen mit solchen Sachen, wie so Telefon und so, ne? Ah, das ist rot. Okay, ah, es ist gar kein Strom an, deswegen ist die Tür nicht auf. Und in der One-Shot-Demo gibt es so einen grünen Zettel, am Ende der Pinnwände, wo, dran steht, bitte hört auf, die Pflanzen, die Bro-Pflanzen zu essen. Die Kräuter kosten Geld! Ne, verstehst du? Weil hier Pflanzen, ne, die Kräuter. Oh, ich höre schon wieder dieses Geljaule. Hörst du das eigentlich auch? Wenn wir hier reingehen in das, Ich höre fast gar nichts. Das Spiel ist für mich so flüsterleise. Ja, ich hab's auch leise. Also es flüstert wie ich. Ja, ich hab's auch runtergedreht, damit es nicht zu laut ist. Weil in der Aufnahme kann es leider sehr schnell sehr, sehr laut werden. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Schönes, witziges Extra. Hab ich eigentlich von diesem Kurzfilm erzählt auf, Achso, machen wir doch einfach auch einen Screenshot. Mal, hä? Wie geht denn das? Ich dachte, das richtet sich aus. Okay, machen wir doch einfach nochmal einen Screenshot. Was war das Screenshot-Taste? F12? Ach komm, einfach, merkst du dir selbst, Eike. 1, Strich, okay. So. Oder kann man da reingehen? Nein, man kann nicht reingehen, wenn man das hat. 1? Nein. So kann man das auch wegmachen. So, okay. Oh, scheiße. Ich habe Angst, Eike. Welche war nochmal die Taste? Ich bin echt ein Idiot, oder? Ja, ich weiß. Das war aber die Taste bei Steam für Screenshots. Tja. 12 war es, ne? Bing! Okay. Das war sie. Okay, so. Gut, dann können wir jetzt ja gleich... Warte mal, kann ich da... Nee, muss mit der Tastatur... Maus, so. Okay. Genau. Ich dann, apropos Polaroid-Aufnahmen vom Bildschirm. 2, Strich. Ich weiß, das kann man auch nach Zahlen zuordnen, aber ja. Apropos Bild-Polaroid. Ich habe nämlich gehört, Leute, und Eike, ne? Hast du das eigentlich auch mal gehört, dass es Leute gibt, die früher mit ihren Videorekordern, nein, ich bin der Videorekorder, mit ihren Kameras, die vor den Bildschirm gestellt haben, da zum Beispiel die Fatalities von, was war es denn jetzt hier? Nein, das oben. 2 ist das. Die Fatalities von zum Beispiel Mortal Kombat abgefilmt haben. Oder den verschiedenen Enden bei... Die verschiedenen Enden bei Chrono Trigger für Super Nintendo. Ja, ja. Früher war das doch eine Herausforderung, Eike. Früher, ne? Früher. Weißt doch, Eike. Früher, weißt du es noch? Früher, als die Süßigkeiten noch süßer waren und der Himmel noch blauer und das Gras noch grüner und die Videospiele besser. Und die Kinder waren, wie war es nochmal? Was haben wir das noch? Ach ja, und die Kinder waren viel höflicher und die Autos waren viel, viel, viel schneller. Und was noch? Und Thomas Gottschalk hatte noch volles blondes Haar. Oder war es Otto Walkes? Oh yes. Naja. Und Wetten, das war noch Wetten, das egal. Nee, lief auch noch, genau. Was haben wir denn hier? Unkraut von ist der Synthese. Unkraut für Gewächs 43. Jetzt alle, die Resident Evil 1 gespielt haben. Das kenne ich doch. Ich kenne das. Ne, Eike, das existiert. Leere Kartuschen einlegen. Mengen UMB Nummer 21 umfüllen. Gehe ich ins Bett. Ich wollte nur gerade. So, wer sind gerade dann aufnehmen? Zeigt beeindrucktes Wachstum. Dietschens Mutter, seine Damen und Herren, Dietschens Mutter. Ist das... Und denkt dran, bei OBS kann es oft passieren, dass das Mikrofon sich abscheißt oder sowas. Wieso sollte es abscheißen? Ich sehe ja den Ausschlag. Ich finde das so lustig mit diesem Troll hier. Unkraut für welche Gewächs 43. Welchen Troll?
Und das ist auch ganz praktisch, dass hier mal gleich mit angezeigt wird, was für Mission man hatte. Und natürlich auch die Zeit. Ach, das war immer so geil, Icon, nicht wahr? Obwohl, du kannst es ja nicht wissen. Ethylophil nach Haus. Nein. Und noch eine Granate. Man kann nicht genug Granaten haben, nicht wahr, Eike? Kannst das ja nicht wissen, Eike. Früher bei den alten Resident Evil, da konnte man nicht sehen, wie die Uhrzeit lief im Spiel. Meines Wissens nach. Deswegen dachtest du immer, hey, geil, ich habe unter zweieinhalb Stunden. Yeah, ich krieg jetzt die fette Waffe. Und dann war es irgendwie von unten drüber. Na? Weil du irgendeinen Fehler gemacht hast. Siehst du es, Eike, da? Ah, siehst du das hier? Das ist auch ein Hinweis darauf, dass man was man da eingeben sollte. Bei der Tür. Gehen wir erstmal die Kartusche rein. Oh, stimmt, die Trophäe brauche ich auch nicht mehr. Ah, hat das eigentlich irgendjemand draußen gemacht? Gibt es da draußen Zuschauer, die über 20 sind, die das gemacht haben? Sachen vom Bildschirm abgefilmt? Oder noch aus der Zeit stammen, als man noch mit Karo-Papier eine Karte zeichnen musste bei... Was war es zum Beispiel, Eike? Modus aktiviert. Ui! Hilfungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Du auch, Eike? Total. Warte mal. Genau, da müssen wir es dann hier versuchen, so weit umzufüllen, dass der bis zu den roten Rand dann voll wird. Ich glaube, so muss das. Warte mal. Da müssen wir die kleine Menge hinzufügen, glaube ich. Da müssen wir wieder voll machen. Dann... Ich glaube, das reicht nicht, oder? Was meinst du, Eike? So. Ach, ich muss versuchen, das irgendwie umzufüllen. Naja gut, das Achievement habe ich jetzt schon verbasselt. Ja gut, obwohl, vielleicht reicht es. Ich glaube, das ist richtig, Eike, oder? Erstaunlich! Yeah! Verteilerkartusche mit Lösung! Cool, Eike, ich bin voll der Mediziner, nicht wahr? Kartuschen mit diversen Lösungen, Gewächshaus verteilt können, Lösungen, genau, damit wir die ganzen Pflanzen zum Verdorren tun. Eike, würdest du dir vorstellen, hier zu arbeiten? Nein. Du bist nicht so der Labortyp, ne? Eike, warum bist du so unkommunikativ? Weil das dein Let's Play ist und ich nicht groß kommentieren möchte. Aber sonst bist du auch mal so... Ich will dich mal langsam von der Mutters Brust leer räumen, weil du langsam mal das Let's Play aufhören solltest, weil du null am Hörspiel arbeitest. Null. Ich finde, das war... Ich glaube, die Idee war, dass ich das machen sollte, nur ich machen sollte, war, glaube ich, keine so gute Idee. Ich glaube, wir hätten da... Ja, aber du hast immer wieder Ja gesagt. Weil ich nicht als Arsch stehen wollte. Ja, weil du dumm bist. Wir sind dir nicht böse. Es ist nicht schlimm, wenn du Nein sagst. Wenn du sagst, du brauchst Hilfe, aber dann such dir Leute, die dir helfen. Aber du hast gesagt, nein, mache ich auch so. Ja. Ja. Okay. Weißt du was, Eike? Wir räumen das hier einfach auf. Ja, ich könnte das jetzt auch mit den Raketenwerfer machen. Aber weißt du was? Ich will mal gucken, wie meine Skills noch sind von Battlefield. Oh, hey Bob. Was geht, Bob? Geht's dir nicht gut, Bob? Oh. Ich glaube, er ist tot. Endgültig tot. Warte mal, war es nicht so, dass man mit dem Messer nochmal ankritzen konnte? Ja. Finde ich, sieht sehr... Okay, sie hat es nur an den Beinen erwischt. Vielleicht könnte sie noch aufstehen, obwohl es eigentlich egal. Ja, was ist das? Stimmt, hier brauchen wir dieses Elektrogerät, damit wir hier dann Morph eingehen können. Morph ist das Titel, Eike. Morph ist auch der Titel dieser Folge. Wir brauchen Morph. Warte mal. Kann man das lesen? Nein. Nee, das sind einfach nur Streifen. Genau. So. Eike, wie bist du eigentlich so eingestellt? Findest du, ich sollte mit den Raketenwerfer durchholzen oder sollte ich doch lieber... Minigun. Raketenwerfer weglegen und nur Minigun. Minigun, die Gegner zu Klumps ballern, meinst du? Gut. Ja, das ist schon passiert. Raketenwerfer ist halt ein bisschen langweilig. Ah!
gezongelt. Ah. Hast du was gegen mich? Hat er ein Stechen im Hals? Ist er tot? Egal, zerschießen. Verschwende doch Munition, einfach ballern. Halt doch mal richtig drauf. Ja. Hör doch auf mit den Feuerpausen. Genau. Was habe ich gesagt? Nicht genau sagen. Oh, wartet mal. Hör auf mit den Feuerpausen. Ab sofort Minigun so lange feuern, bis der Gegner tot ist. Keine loslassen. Achtung. Wenn du loslässt, ist die Aufnahme für die Tonne. So, ich hab's gemacht. So. Gut, Leute. Oh, interessante Pose. Okay, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Resident Evil 2, den Remake. Endlich. Und machen dann die zwei Kartusche endlich fertig, damit wir in das Gewächshaus, genau, die... Was weißt du eigentlich, weißt du noch, was wir machen? Wann kommt der nächste Story-Fortschritt? Der Story-Fortschritt kommt direkt danach, das kann ich dir verraten. Endlich. So viele lange Leerphasen gibt es hier in dem Spiel nicht. Außer vielleicht... Jetzt aber irgendwie gefühlt 3 Folgen nur im Labor rumgelaufen. 3 Folgen sind erst seit 2 hier. Oder das ist eine, auch zu viel. Oder eine. Gut, Leute, dann sehen wir uns jetzt direkt weiter, okay? Ja, also bis dann. Ciao. Ach ja, und schreibt mal in die Kommentare, was ihr da noch wisst in der Richtung von, hier, alten Sachen, Filme aufnehmen oder... Was war es nochmal, Eike? Genau, Karten schreiben bei Dungeon Crawlern. Ja, ja, Shine in the Darkness. Eike, ach nee, das sag ich in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.